Ja, das freut mich heute, dass ich da Besuch habe von der Heimat. Und ich möchte einmal die Schützenkompanie von Gors ganz herzlich begrüßen mit ihrem Hauptmann, mit dem Gerald. Und bin erfreut eigentlich, dass so viel Interesse ist jetzt noch 50 Jahre, dass die Leute anfangen ein bisschen nachdenken, bis dazu mal war. Ja, es war halt dazu mal auch. Ich möchte begrüßen alle anwesenden Gäste, was sie sein, bei dieser Versammlung da. Und ja, wie die Jugend in meiner Zeit, die Jugend war dazu mal, wir haben keine schlechte Jugend gehabt von sich aus, aber gepasst hat einfach das, diese Besatzungsmacht hat nicht einer passt in unser Land, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, da ist man also dahergewachsen. Da bin ich in der Wirtschaft aufgewachsen. Da habe ich auch viele Gespräche mitgekriegt für die Gäste und so weiter und für die Bauern und so weiter und so weiter. Ich bin ein bisschen mal umgekommen, überall bei den Bergbauern durch den Fischhandel von meinem Vater. Da habe ich halt ungefähr schon gemerkt, dass da in dem Land irgendwas nicht stimmt. Ja, nachher hat man 1956 waren die ersten Anschläge da, die Stehlergruppe. Nachher habe ich da gehört, auch die Leute diskutieren, warum die Leute es tun. Da hat er gesagt, das ist ein Blödsinn. Da hat er gesagt, das geht gegen die Italiener, gegen die Walschen, weil die uns da nicht gut gesinnt sein. Und dann ist dann die Zeit gekommen, wo nachher in 27 diese Kundgebung war. Und das war schon gewaltig für mich. Ich bin mit dem Bus mit reingefahren. Mit den Leuten, und da waren alte Leute, junge Leute, mittlere. Und dann habe ich gesehen, was da los ist. Wir sind nachher in Purzen da ausgestiegen und da sind wir da über die Allee marschiert, da Richtung Simonskron. Links und rechts sind alles, die Karabiniere gestanden, Polizei und Militär. Bewaffnet alle, und da sind wir durchgegangen. Dann haben wir Simonskron und dann war da die Kundgebung, da haben wir Gnadelgerät und so weiter, los von Trient, aber die Leute haben alle gesagt, wir wollen los von Rom. Und ja, das war nachher schon für mich ganz ein wichtiger Tag, weil ich gesehen habe, dass das eigentlich der Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht passt, dass wir da die Italienerinnen haben. Ja, aber das haben wir die Pfund dran, hat man das mitgekriegt. Und da haben die Leute fürchterlich gemalt, dass man die Buben da mit Ketten abfährt, wo sie eigentlich überhaupt denen nichts getan haben. Der hat Angst gehabt, weil ich mir ist davon gelaufen und der ist da geflogen. Den nächsten Tag hat man die ganzen Buben, man die Pfund, als auch schon bekannt, bis gelaufen ist, hat man sie verhaftet. Das war schon sehr, sehr, sehr schlimm. Ja, und in der Jugend hat mich auch ganz besonders geärgert, dass bei mir daheim oben gestanden ist Lokanda. Und in Dorf statt Mühlen ist auch gestanden, aber Moline. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Da habe ich mir mal gedacht, ich mal das bei Nacht, ich stelle ein Lord auf, mal das die Nacht da. Aber dann habe ich mir gedacht, dann kriegen meine Eltern Probleme. Weil, da habe ich es halt wieder lassen. Aber das hat mich schon ganz, ganz gewaltig geärgert. Dass da die Faschisten, der Ptolemäe, praktisch das uns aufgezwungen hat, dass die Orte nicht mehr kennen, den deutschen Namen haben, sondern den walschen. Das ist eine Geschichtsfälschung. Die ganze gewaltige, das ist für Erfolg. Wenn man Erfolg die Sprache nimmt und den Namen nimmt, also, dann ist das kein Erfolg mehr, da weiß man nicht mehr, wo man hingehört. Ja, und somit hat man langsam angefangen, ein bisschen denken. Wir haben nachher in Nordlaue gemalt, unser paar Burschen, der Vorderseppa und noch oder zwei. Ja, und nachher sind wir halt aufgefallen. Dann hat man mich da einmal geholt auf einen Samstagvormittag, hab mich in die Kaserne rein und hab mich dann wegen den Adler in der Reisen gehabt. Und
Ich habe gesagt, ich habe mit denen nichts zu tun, das wollten sie mir nicht glauben. Und dann haben sie mir halt ein bisschen segiert, ich habe mir stehen, die Hände aufgetan und. Hab uns was erinnert und aber da war so ein Hauptmann da, der fürchterlich gemault über uns Südtiroler. Hat er gesagt, es gehört so lange an die Wand aufgeschlagen mit dem Schädel, bis der Schädel platt ist, auch wie ein Laub. Und das hat er mir nicht 10 Mal gesagt, sondern 20 Mal, 30 Mal. Das war schlimm. Ja, er hat gemault über uns, Barbaren sein wir und Kluge sein wir und was der Teufel was alles. Gell. Ich habe da was zum Trinken gekriegt, was zum Essen gekriegt. Am Montag in der Früh hat man mich rausgeschmissen von der Kaserne. Das war's. Man hat mir auch ein bisschen gedroht. Sie haben mir so einen Schraubstock dahergebracht, hat man versucht, einmal die Hände ein bisschen zusammenzudrehen. Da habe ich gesagt, das kennst du schon dran. Da habe ich gesagt, aber wenn die außen kommen, dann werde ich an jeden sagen, bis ihr mit uns umgeht. Und das war für mich schon eine Warnung. Ich habe mir gedacht, wenn wir einmal müssen ein bisschen schärfer werden, dass wir mal ein bisschen Feier machen, doch ist besser, wenn ins den nicht mehr erwischen. Ja, und inzwischen durch den Adlauer Molen ist man auf uns aufmerksam geworden. Eines Tages kommt da ein großer Mann und fragt eben da im Familiengasthaus, wo der Siegfried ist. Ja, da hat die Mutter gesagt, ja, die halten gleich. Dann hat mir die Mutter geholt und dann hat er mit mir geredet. Das war dann der Welser Kurt. Und der hat dann gesagt, nein, das war jetzt falsch, ich muss ihn einmal zurück. Da durch den Adlau im Holen ist rein unter sein alter Schütz gewesen, Friedl der Kassen. Der hat gesagt, er wisse jemanden, der darf uns da ein bisschen unterstützen, wenn wir wollen, in der Sache. Und dann hat er das draußen gemeldet und deswegen stand der Weser kurz zu uns gekommen. Ja, na, da. Er darf gerne mal mit uns reden. Nachher habe ich gesagt, ja, dort schauen wir mal, was wir ein paar Leute zusammenkriegen. Haben wir ein Treffen ausgemacht. Das war beim Vorwärts selbst daheim. Da sind dann noch 10 Leute haben wir zusammengebracht. Und da ist der Kurt gekommen, der hat uns ein bisschen unterrichtet, um was es da geht. Eben, dass man vorhat, irgendwas zu machen. Und zwar nicht la Proteste, sondern schon einfach einmal anfangen, ein bisschen sprengen. Er hat dann gesagt, wie wir es verhalten sollten, und er hat uns ein bisschen gesagt, wie man das macht, und das Zeugblatt er liefern und so weiter. Und vor ihm war Folgendes: Er hat gesagt, zuerst darf man gerne die ganzen faschistischen Denkmäler mal niedermachen. Das war die erste Aktion. Zweite Aktion noch einmal. Den Strom, die Masten niedertun, dass in Oberitalien einmal das Licht ausgeht. Und als dritte Sache hat er gesagt, wenn das auch noch nichts nutzt, dann werden wir mal die Bahnlinie in Oberitalien lahmlegen, die Masten um, dann kann er die Bahn nicht mehr fahren. Und wenn alles nicht nutzt, hat er gesagt, als letzte Konsequenz gibt es nur mehr nachher den harten Kampf, den Partisanenkampf. Ja, jetzt haben wir das alles gehört und so weiter und so weiter. Mim ist dann vorbereitet, der Kurt hat uns dann Material gebracht, er hat noch zwei, dreimal mal getroffen mit den Gesprächen, und inzwischen waren wir noch 10 Leute, Abenteurer, Dörfler und so weiter. Ja, und dann hat er auch gesagt, bevor es losgeht, kriegen wir 2, 3 Wochen davor Bescheid, dass wir uns gescheit vorbereiten können. Das war dann nicht der Fall. Plötzlich am Herz-Jesus-Sonntag auf Nacht um Nachte kommt einer, den habe ich nicht kennt, und geht einer zu uns und sagt, Bruder Steger Siegfried, ich. Dann sage ich, der bin ich, direkt auf mich zugegangen. Nachher bin ich mit ihm aus und habe gekommen aus am Platz und habe gesagt, die Nacht geht's los. Er hat es los uns wohl gewusst und dann habe ich gewusst, das passt. Ja, jetzt war es natürlich für uns ganz schwer, Sonntag auf Nacht die Leute organisieren. Haben wir halt der Herrscher, der Franz, ich, der Luckner Seppel und der Bauer, wir waren zur Verfügung. Die waren aber nicht erreichbar, da hat sie mal kein Handy gehabt, kaum ein Auto. Ne? Ja, und dann sind wir halt mit der 4 Leute, 5 Leute haben wir da zusammengebracht und sind wir halt gegangen, das Zeug holen.
Hier mit dem Herrn Schneider Franz draußen, da bei der Reiten außen, können wir den Seiten zu, da den Masten sprengen. Und der Seppel und die haben sind alle auf dem Berg und den da ins Haus am Milbert und wollten den Viadukt den alle sprengen. Das ist dann schief gelaufen, weil es mit der Zündung nicht geklappt hat. Wenn das geflogen war, aber das Tag alle geflogen, das Wasser war im Bach reingerunnen und es war überhaupt nichts passiert. Außer das Werk in Mühlen war stillgestanden. Ja, das haben wir dann gemacht. Ich habe noch gewartet in der Früh. Also bitte, weil ich direkt draußen geschaut, gesehen habe von meinem Zimmer in die Richtung, um 4 in der Früh, drei Viertel, ein Schnall und da machst du nicht geflogen. Und ich habe mich schon angezogen, ich weiß, wenn sie kommen, dann haue ich ab. Und ich muss da im letzten Moment eingeschlafen sein, kurz. In dem Moment geht der Brigadier bei der Tür, nein, ich höre die Mutter schreien, Siegfried, die brauchen sie, und in dem Moment geht der Brigadier schon bei der Tür rein, im zweiten Stock, der genau weiß, wo ich bin. Ja, jetzt, ich staune, ich gehöre draußen sind auch noch welche, jetzt was tue ich? Jetzt habe ich eigentlich keine Chancen mehr gehabt, irgendwo da zum Abhaben. Ja, runter, in der Stube, das habe ich alles nicht mitgekriegt, dabei war der Vater, die Mutter und die Schwestern alle schon hinter den Tisch geguckt. Ja, nachher alle da gucken, merkt jetzt war sehr stand Platz draußen, Chip gestanden, Haufen Polizei, mit Maschine bestohlen und so weiter. Und dann haben sie meinen Chip außen. Dann haben sie mich gefragt, wo der Vorderseppe und da habe ich gesagt, da brauchst du einen Tag rumgehen. Ich kann nicht sagen, jetzt weiß ich nicht, wenn er mein Nachbar ist, weil das war ja Blödsinn. Da sind einmal 7, 8 weg. Und drei sind bei mir im Chip blieben, drei. Und da war ich gestanden mit der Maschine, Pistole, Pantor, die haben das umgenannt. Und ich habe gesagt, ich muss aufs Klo gehen. Da wollten sie erst nicht gehen. Da habe ich gesagt, das wird wohl selbstverständlich sein, dass man in der Früh muss aufs Klo gehen. Jetzt habe ich es überredet, habe ich gesagt, das können sie mir ja heben, das können da können sie alle drei mitgehen. Ja, wo das Klo ist, habe ich gesagt, hinter dem Haus. Dann sind wir hinten umgegangen und dann haben sie gesagt, da rein. Dann sage ich, nein, das ist für die Gäste, das ist alles meistens nicht sauber. Wir haben das Privatklo oben im ersten Stock oder im ersten Ding. Und da ist eine Treppenmauer gegangen vom Vorderhaus. Und dann habe ich gesehen, dass da kann der Stört bei der Tür hinten. Dann habe ich die zwei mal einen Haufen gerissen, die so gepackt und niedergerissen und den einen ausgerissen und bin durch. Ja, und dann haben sie wohl geschrien und getan und so weiter. Ich bin dann in die Klamm hinein. In der Klamm habe ich mich da aufgehalten den ganzen Tag. Da habe ich jetzt Platz gewiss von meiner Jugendzeit her. Als Bub bin ich oft da rein. Dann habe ich schon gehört, den Galligen, dass sie unten beim Wasser reingehen und suchen. Und oben beim Möser an die Felder, da man angeschreien und man antun. Und ich bin den ganzen Tag nachher da in der Nische drin geblieben. Und sie haben mir die Spur nicht aufnehmen können, weil da der Bach war, das Wasser. Ja, und auf Nacht bin ich dann nieder, dann bin ich auch jetzt in der Möser, Zinausermöser, um Schuh, weil die war ja in die Socken, habe die Schuhe nicht angehabt. Dann bin ich wieder nieder und dann bin ich auch in Bier gestanden und da habe ich dann in Seppel getroffen, im Vorderseppel. Ja, da sind wir oben gewesen, dann haben wir da schon unser Platz gehabt, unser Versteck. Ja, und dann am nächsten Tag in der Früh hat der Häfl Hans gesagt, jetzt geht einmal alle schauen. Ich habe ihn einmal geschickt, was unten los ist im Dorf. Da ist er gekommen, sagt er, da ist die Väter, mein Vater und von Sepp, mein Vater, haben sie weg. Und ja, Haufen Polizei, dann war es Wirbel. Und dass sie halt den ganzen Tag gesprengt haben und so weiter. Ja, da sind wir noch 3 Tage drin geblieben. Und danach sind wir über die Zillertaler Alpen raus. Das ist jetzt kurz gefasst, warum wir und was. Was da passiert ist, dass wir eigentlich aktiv worden sein. Da sind schon die Italiener selber schuld. Wenn die einmal hergegangen waren und hätten das Paris-Abkommen einigermaßen mit gutem Willen umgesetzt und den Südtirolern das Überleben gesichert hätten, da war nichts passiert. Da war so, ist halt was passiert und das war einfach eine Not. Wenn wir nichts getan hätten, da war das Südtirol heute nicht mehr, was es war. Da hätten wir schon lange ein Landeshauptmann am Walschen rein. Weil die Italiener waren lauer gekommen. Unsere Leute haben keine Arbeit gekriegt, die haben abgewandert. Aber das sind 10, 20 Jahre erledigt gewesen. Und dann hätten wir wahrscheinlich nichts mehr zu sagen gehabt in der eigenen Heimat. Ja,
Das war's kurz, lange Reden, kurzen Sinn. Was mich jetzt am meisten bewegt, das ist rein mit der Topomastik. Da gehört einmal demonstrativ für die Schützen aus, was sie machen. Und da gab es schon Möglichkeiten, dass man da die ganze Weltöffentlichkeit aufmerksamer macht. Ich kann mir da vorstellen, dass man einen Zeitpunkt ausmacht, dass man dann ein Schild macht, wo man draufschreibt, um was es geht. Und man jeden Dorf und Ausgang zwei Schützen stehen mit einem Schild bei der Hauptsaison, aber im ganzen Land muss das gemacht werden. Da mit dem Schild stehen und da demonstrativ gegen dieses faschistische Unrecht einmal die Weltöffentlichkeit aufmerksam machen. Weil da glaube ich, wenn man das ankündigt und das tut, kann man nicht vorstellen, dass Italiener das verbieten können. Das war dann, glaube ich, schon irgendwo was, dass einmal dann vielleicht das Problem gelöst können werden. Weil, warum sollen wir hergehen und das akzeptieren? Was ein Faschist, der Dolomé, uns da angetan hat. Das gehört weg, da gibt es gar nichts, das gehört weg, das passt einfach nicht her, das ist ein Unrecht, das ist eine Geschichtsfälschung. Und folgedessen war mein Wunsch, wenn die Schützen sich da einfach stark einsetzen. Sie haben heute die Möglichkeit zu demonstrieren, wir brauchen keinen Sprengstoff, wir brauchen das alles nicht mehr, aber wir müssen es trauen, was zu machen. Und somit war das für die Schützen, ich bin ja sehr erfreut, dass die Südtiroler Schützen das sein, was sie sein. Da bin ich wirklich erfreut und habe ganz eine Riesenfreude. Dass heute das Schützenwesen, das hätte ich mir nie getraut zu träumen, dass das einmal so gut dasteht. Die Schützen ist eine Macht, das ist eine politische Macht. Keine Parteipolitik, sondern eine politische Macht. Wenn wir sagen, wir wollen das und gehen von dem Ziel nicht ab, dann werden wir das auch erreichen, was wir wollen. Ja, somit habe ich eigentlich schon viel gesagt. Ich danke und tue Ihnen alle recht schön grüßen. Jetzt habt ihr mich gesehen. Ich fühle mich fast beengt rein. Ja, es ist schade, dass ich nicht reinfahren darf, aber ich tue deswegen nicht traurig sein. Ich nehme das auf mich. Das ist unsere Heimat schon wert, dass man einen Opfer bringt. Herzlichen Dank.